Willkommen zurück zu SFS Colony. Ja, da bin ich wieder. Heute werden wir unsere Marsbasis designen. Und zwar werde ich auch einige Gebäude, die wir schon hatten, verbessern. Also neu bauen quasi und besser machen, größer machen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar mit dem Bohrer, mit dem Erzbohrer. Da hatte ich ja vorher einen kleinen, jetzt kommt ein größerer dran. Da haben wir unseren neuen Erzbohrer. Ich habe diesmal die größeren Teile genommen und einen großen Bogen gemacht, anstatt nur an einer Seite. Und ja, wenn ihr mal gucken wollt, hier haben wir den. Ist jetzt nichts Besonderes. Es hat auch keine Funktion oder so. Ist einfach nur hübsch. Oh, ihr habt wahrscheinlich bemerkt, ich bin hier auf dem Mars. Und ich habe da ein bisschen Müll noch rumliegen. Na, egal. Wenn ihr ein Tutorial dazu haben wollt, wie ihr das Launchpad zum Mars oder zu anderen Planeten bekommen wollt, dann fragt mich. Ich mache es jetzt nicht einfach so, nur wenn ihr möchtet. Also, gehen wir zurück und gucken uns an, was wir als nächstes machen können. Ein Rover. Ich wollte immer einen Rover haben. Auf dem Mond, ja, war eine geringe Anziehungskraft, deshalb wollte ich da keinen richtigen Rover machen. Aber hier auf dem Mars ist die Anziehungskraft doppelt so hoch, also werden wir einen Rover bauen. Und ich würde sagen, los geht's. Da haben wir auch schon den Rover. So einen fetten Transporter habe ich hier gebaut. Ich will nur mal testen, wie das Bremsverhalten so ist. Also ich fahre ihn hier runter und... Okay, er würde nicht umkippen. Das ist sehr gut. Oha, aber er könnte sich trotzdem drehen. Ja, okay, jetzt fahren wir einmal zurück. Und schauen mal, wie es mit der anderen Seite aussieht. Überhaupt kein Problem. Ja, aber so könnten wir den schon recht leicht umkippen. Und da sind wir umgekippt. Zum Glück habe ich ein paar Cheats an, deshalb kann da nichts passieren. Okay, den Rover haben wir auch. Der hat nicht wirklich eine Funktion. Man kann einfach irgendwas reinstellen und durch die Gegend tragen. Keine Ahnung, irgendeine Mini-Rakete, die wir irgendwie mitnehmen wollen oder so, keine Ahnung. Man kann einfach alles reinpacken. Und, gute Idee, eine Unlock-Schleuse dranpacken. Können wir vielleicht noch so ein Modul bauen. Oder wir bauen jetzt gleich ein Modul, wo wir dann den Rover andocken können. Mit ein bisschen Treibstoff dran. Ja, das machen wir jetzt. Also, bis gleich. Da haben wir auch dieses Modul fertig. Das wird, wie ihr seht, nur ein kleiner Teil sein. Ich werde nämlich die ganzen anderen Wohnmodule, Forschungsmodule und so weiter aneinander ketten. Und zwar mit diesen Unlock-Schleusen, mit den großen. Und hier haben wir so einen kleinen Übersetzer, sage ich mal. Ich wollte das nämlich nicht weiter runtersetzen und ein großes passt da nicht wirklich ran. Ihr seht, das ist auf derselben Höhe. Und ja, so können die Astronauten dann von der Station in den Rover und losfahren. Und das ist so ein kleiner Tank, keine Ahnung. Man kann immer Treibstoff gebrauchen, sag ich mal. Und jetzt würde ich vielleicht gerne noch eine Satellitenschüssel bauen. Weiß ja nicht, so eine Satellitenschüssel kann ja immer
ganz nützlich sein. Nicht so ein Sendeturm, den wir auf dem Mond haben, sondern stattdessen eine richtige Satellitenschüssel, also so eine schwenkbare. Und ich habe da schon ein ziemlich klares Bild im Kopf, also mache ich es mal. So, da haben wir die Satellitenschüssel. Ihr seht, die bewegt sich noch nicht viel, aber wenn wir hier einmal drauf drücken und zur Seite gehen, seht ihr, dass sie schwenken kann. Und wieder zurück. Nein? Okay, dann machen wir es noch ein bisschen näher dran. Also ich zeige es euch mal. Wir haben hier diesen Fallschirm und der wird durch diesen Separator festgehalten. Wenn wir das hier durch die Andockschleusen abdocken, dann ist der obere Teil quasi frei beweglich, aber der Fallschirm hängt da halt immer noch drin und deshalb kann sich das nicht weiter bewegen. Und jetzt habe ich es nochmal ein Stück weiter nach unten verschoben. Jetzt können wir nochmal gucken. So. Und wenn wir jetzt da drücken und dahin wechseln, können wir hier hinschwenken und nicht mehr zurück, immer noch nicht. Ich mache es mal noch ein Stück tiefer. Dafür muss ich die Landebeine auch ein Stück tiefer machen. So, jetzt aber. Jetzt muss es funktionieren, komm schon. So, alle Beine ausfahren. Abdocken. Zum oberen wechseln und jetzt können wir so drehen. So drehen. Also jetzt haben wir eine schwenkbare Satellitenschüssel. Das ist gut. Dann, was machen wir jetzt? Wohn- und Forschungsmodule, oder? Auch noch Plantagen und so. Ja, das kommt jetzt dran. Also, los. Vier kleine Module, blitzschnell fertig. Also hier oben haben wir das Wohnmodul, dann hier in Silber das Forschungsmodul, hier unten eine Plantage und dort, sagen wir mal, eine Klinik. Ja? Ich weiß nicht genau, wofür man sonst noch ein Modul benutzen könnte. Dann haben wir das auch geschafft. Ja. Was jetzt noch fehlt, wäre zum Beispiel Stromversorgung und vielleicht ein Silo, also ein Wasserspeicher für den Erzbohrer, für Eis und Wasser, für die Astronauten. Ansonsten eigentlich nichts mehr, oder? Doch, ein Landepad. Landepad, Stromversorgung, Wasserspeicher, das brauchen wir noch. Gut, dann mache ich mich mal ran.
So, da haben wir unseren Wasserspeicher. Den ganzen Treibstoff hier drin, den werden wir wahrscheinlich bei der Mission komplett verbrauchen. Ansonsten ist der eigentlich ganz gut. Der ist etwa so hoch wie die anderen Module. Etwa so groß, also von der Breite her so wie die anderen Module. Natürlich ein bisschen größer. Und ich glaube, wir können an den Seiten mal noch die Andockschleusen ranmachen. Dann können wir das auch an die Basis ranpacken. Dann haben wir direkt einen Zugang dazu. Machen wir einmal so und einmal so. Dann passt alles zusammen. Und ich denke mal, das ist dann auch gut so. So, jetzt brauchen wir noch ein Landepad und einmal eine Stromversorgung. Ich glaube, ich mache erstmal das Landepad, weil ich bei der Stromversorgung nicht genau weiß, was ich machen soll. Solarpanels, ja, kann man machen, ist aber auch ein bisschen langweilig, wisst ihr. Ich denke, ich mache es trotzdem, weil mir nichts anderes einfällt. Jedenfalls mache ich jetzt erstmal das Landepad. So, da haben wir auch schon das Landepad. Oh, das ist gerade am Fliegen. Ja, hier haben wir es. Einmal auf den Kopf gedreht. Ich habe hier oben strukturelle Teile gemacht, weil sie eine höhere Toleranz haben, im Gegensatz zu den Tanks hier. Also wenn man da drauf kracht, dann halten die strukturellen Teile bis zu 12 Meter pro Sekunde aus und die Tanks halt nur 5. Deshalb habe ich da strukturelle Teile hingemacht. Und ihr seht, ich habe hier auch eine Andockschleuse gemacht. Das heißt, wir können das direkt an die Basis dranpacken. Und dann können wir auch den anderen Treibstofftank da hinten noch zusätzlich benutzen. Neben den Tanks, die hier drin sind. Diesmal habe ich hier die Andockschleuse auf der anderen Seite, nicht so wie beim Mond. Das heißt, dass wir die Raketen halt auf der anderen Seite andocken müssen. Ich wollte es eigentlich mal austesten, aber das Teil ist auf der anderen Seite gelandet. Ich denke mal, es wird schon klappen. Gut, dann fehlt jetzt nur noch Strom. Und dann hätten wir es auch eigentlich. So, dann kann ich das auch wieder wegmachen. Das war nur so schnell zusammengeschustert. Kleine Idee und so weiter. Weg damit. Ja, dann fehlt uns nur noch die Energie und ja, ich werde jetzt Solarpanels nehmen. Aber dafür die großen, die hier. Mal sehen, was ich da machen werde. Also, bis gleich.
Okay, gut, dann haben wir auch hier wieder ein Solarpanel. Diesmal natürlich größer als auf dem Mond. Und wenn ich es mal gerade hinkriege, nein, nicht ganz. Na egal, ihr seht's. Müsst ihr halt einfach ein bisschen den Kopf schräg halten. Ist einfach genau dasselbe, nur ein bisschen größer. Und ansonsten war es das eigentlich. Ich hätte jetzt nicht weiteres an Ideen. Also wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, schreibt das halt in die Kommentare. Und das war's dann auch. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.